Herzlich willkommen in den virtuellen Welten der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Die virtuelle Evangelische Hochschule bietet Ihnen virtuelle Anreicherungen zu Ihren Präsenzveranstaltungen hier im Haus. Wir bieten Ihnen Videoaufzeichnungen und wir bieten Ihnen komplett virtuelle Veranstaltungen. Viele unserer Präsenzveranstaltungen im Haus sind gekoppelt mit einem eigenen Raum in unserem Moodle, in unserem E-Learning-System. Unsere virtuellen Kursräume bzw. unser E-Learning-System finden Sie unter www.moodle.evhn.de. Die Grafik dieses Systems wird in nächster Zeit noch angepasst, zumal die Hochschule auch eine neue Homepage bekommt. Sie sehen aber dort in der Kopfzeile, dass Sie nicht angemeldet sind aktuell und haben die Möglichkeit, sich einzuloggen. Sie verwenden als Anmeldename auch Ihre Matrikelnummer und das Kennwort, das Ihnen Herr Jürgen Witt ganz zu Beginn Ihres Studiums hier zugesandt hat. Die Systeme, also das Anmelden an PCs der Hochschule bzw. das Anmelden an Moodle ist noch nicht gekoppelt. Also Sie müssen nochmal dieses erste Ursprungskennwort verwenden mit Ihrer Matrikelnummer und dann auf Login gehen. Beim ersten Login werden Sie dann aufgefordert, das Kennwort zu ändern. Bei jedem weiteren Login landen Sie automatisch auf Ihrer persönlichen Startseite. Diese zeigt alle Kurse hier in der Mitte an, in denen Sie bereits eingeschrieben sind im virtuellen System. Zu Beginn Ihres Studiums ist diese Spalte wahrscheinlich noch leer. Sie haben dann die Möglichkeit, in der Kursnavigation alle Kurse der Hochschule einzusehen. Von Ihren jeweiligen Dozierenden bekommen Sie die Information über den Kursnamen, den Sie brauchen und den Kursbereich, in dem sich dieser Kurs befindet. Wenn Sie so dann auf den Kurs klicken, werden Sie aufgefordert, einen Einschreibeschlüssel einzugeben. Auch diesen erhalten Sie von den jeweiligen Dozenten in der Präsenzlehre. Dann können Sie sich in den jeweiligen Kurs einschreiben und er erscheint zukünftig eben auch mit in Ihrer Startseite und Sie können auf die jeweiligen Kurse klicken und in diesen Kursen dann mitarbeiten. In diesem E-Learning-System bieten wir Ihnen Dokumente zum Download. Wir bieten Ihnen Verlinks zu verschiedenen Medien, aber natürlich auch Möglichkeiten der sozialen Kommunikation, des gemeinsamen Lernens, wie zum Beispiel Foren, Wikis, Glossare. Ausgewählte Veranstaltungen in unserem Haus werden auf Video aufgezeichnet und zur Nachbereitung bzw. auch zur Prüfungsvorbereitung online gestellt. Sie finden diese Veranstaltungen auch entweder in einem Moodle-Raum oder bekommen von dem Dozenten einen Link, wobei diese Links jeweils mit einem Datum enden und dieses Datum dann individuell je nach Woche oder eben je nach Veranstaltungstag geändert werden kann, sodass Sie direkt zu diesem entsprechenden Video kommen können. Einige Videos von öffentlichen Veranstaltungen der Evangelischen Hochschule finden Sie auch auf YouTube. Sie finden dort wahrscheinlich sehr schnell unseren eigenen YouTube-Kanal und dort sind diese Videos zugänglich.
Ja, und die virtuelle Krönung sind rein virtuelle Veranstaltungen. Das ist aber in unserem Haus ganz klar nicht der Schwerpunkt der Lehre, weil wir uns gerade im sozialen Bereich aus Überzeugung auch im persönlichen Kontakt bewegen wollen. Aber manche Elemente werden Sie in rein virtuellen Veranstaltungen kennenlernen, die dann meist auch auf unserem Moodle-System stattfinden oder in Kooperation mit der Virtuellen Hochschule Bayern. Damit müssen Sie sich aber zu Beginn Ihres Studiums noch nicht so intensiv beschäftigen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Freue mich, den einen oder anderen persönlich zu begegnen im Haus, wenn ich dann auch mal wieder ganz real präsent bin. Herzlichen Gruß aus Budapest, Sebastian Feder.